Vergrößern, verkleinern. Cristiano Ronaldo hat für Portugal schon beim WM-Auftakt gegen Spanien 3 Tore gemacht. Urheberrecht Getty Images Moskau. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo legt auch gegen Marokko los wie die Feuerwehr. Der beste WM-Torjäger punktet auch in der ewigen Bestenliste. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hat im zweiten WM-Spiel eine Rekordmarke gesetzt. Mit dem Treffer zum 1:0 gegen Marokko in Moskau erzielte der 33-Jährige nicht nur sein 85. Länderspieltor, er zog auch an Ungarn-Stürmer-Legende Ferenc Puskás in der ewigen Liste der europäischen Top-Torschützen vorbei. Vorher hatten beide das Ranking mit 84 Toren gemeinsam angeführt. Zwar Ronaldos 152. Länderspiel, Service, Ergebnisse und Spielplan der WM 2018 nur 3 Treffer öfter als Ronaldo weltweit führt immer noch der frühere Bundesliga-Profi Ali Daei aus dem Iran vor Ronaldo. Der heute 49-jährige Daei, früher für Arminia Bielefeld, Hertha BSC und Bayern München aktiv, kam in 149 Länderspielen auf 109 Tore. Daei hatte 2006 nach der WM in Deutschland seine Karriere beendet. Blitzstart gegen Marokko. Nach seinem Dreierpack beim Auftakt gegen Spanien, 3:3, brauchte Portugals Superstar im zweiten Gruppenspiel gegen Marokko gerade einmal 4 Minuten, um schon wieder zu netzen. Eine Flanke von João Moutinho versenkte CR7 problemlos im Tor. Es war bereits der 4. Treffer von Ronaldo bei dieser WM. Insgesamt steht er bei 7 WM-Toren. twitter.com/im-football-news/status/10009397894472978438 in der Bestenliste. Beim Turnier in Russland ist Ronaldo jetzt wieder alleine auf Platz 1. Zweiter ist der Russe Denis Cherychev mit 3 Treffern.